Radio Okitok, Radio Okitok, Radio Okitok, von Mensch zu Mensch. Schönen guten Abend. Heute ist Donnerstag, der 31.10.2019. Herzlich willkommen zur 9. Sendung aus der Serie Stopp 5G, speziell hier in Österreich. Es begrüßt euch alle ganz, ganz herzlich Franz Josef aus Graz. Danke fürs Einschalten. Danke fürs Mitdenken. Es ist ein wichtiges, großes Thema. Und rein in das Thema. Die Sendungen bisher sind in einer Playlist auf YouTube, die ist hier, und wir sehen hier, dass uns YouTube wieder mal mitteilt, eine oder mehrere Videos wurden aus der Playlist entfernt, weil sie auf YouTube gelöscht wurden. Das waren also nicht wir, da löscht schon wieder wer. Bitte, wer die Möglichkeiten hat und wem die Sendungen gefallen, macht es einen Download, speichert es euch lokal weg, wobei wir haben natürlich die ganzen Ressourcen, weil wir sie ja produzieren. In der heutigen Sendung wollen wir uns vor allem mit den ersten rechtlichen Schritten, die hier in Österreich gesetzt wurden und wie man das unterstützen kann, beschäftigen, wollen aber wiederum damit beginnen, dass wir uns gesellschaftspolitisch etwas bewusster werden können, schauen uns dann an, welche die ersten rechtlichen Schritte sind, wie der Widerstand wächst und woran man das erkennt, nämlich weltweit, wie die Wissenschaft jetzt vor 5G warnt. Ja, und zum gesellschaftspolitisch bewusst werden möchte ich auf einen längeren Teil in der Sendung 8 hinweisen am Anfang. Da bitte ich, das dort nachzuhören. Aber bei 5G können wir im Augenblick wirklich sagen, dass das eine lebensfeindliche Technologie ist, eine rein künstliche, damit unnatürliche Technologie ist. Und dem steht natürlich die Lebensfreundlichkeit und das Natürliche gegenüber, aus dem auch unsere Lebenskraft kommt. Zu tun hat das ganz viel damit, ob wir entweder fremdbestimmt sind, hier durch die Massenmedien manipuliert, oder ob wir uns schon selbst informieren und selbstbestimmter werden können und in dieser Selbstbestimmtheit dann auch in der Lage sind, verantwortlich zu sein, zu handeln. Und wenn wir uns anschauen, wo die ganze Entwicklung der EU-Bürokratie und der Technokratie hinläuft, dass uns immer mehr Rechte genommen werden und Verantwortlichkeiten entzogen werden, dann ist das richtige Mittel dagegen die direkte Demokratie, und die braucht eben wache und aktive Bürger. Das ist also in dieser Sendung auch ein bisschen Aufruf zum Aktivwerden für jene, die schon bereit sind dafür. Wir gehen ja alle miteinander, und ich erzähle das aus eigener Erfahrung, vom sogenannten Schlafschaf zum Frustbürger. Wenn man auf die ersten Sachen draufkommt, gefällt einem das gar nicht. Das kann dann dazu führen, dass man zum Wutbürger wird, aber diesen Zustand muss man überwinden und die Energie in Mut stecken, also zum Mutbürger werden, und das ändert dann letztendlich darin, dass der Bürger was tut, also zum Tatbürger wird. Die Geschichte ist deshalb auch kritisch, weil 5G ist verbunden mit dem Internet of Things, heißt auch Internet of Things, und 6G, also die Verwaltung aller Dinge auf der Welt, und 6G ist das Internet of Humans, die gechippten Menschen, damit diese verwaltet und gesteuert werden müssen. Und das sollte eigentlich klar sein,
dass das für eine freie und offene Gesellschaft, einer freien und offenen Gesellschaft diametral entgegengesetzt ist. Wir haben in der letzten Sendung ein bisschen ausführlicher beleuchtet, dass wir ein Riesenproblem mit der Wissenschaft haben, nämlich mit der konzernfinanzierten Wissenschaft. Es gibt eine Untersuchung, dass die industriefinanzierten Studien nur 32% schädliche Effekte finden durch die Mikrowellen, aber immerhin 32%. Und die nicht konzernfinanzierten Studien sind 70%, die hier schädliche Effekte vorfinden. Diese Grafik stammt aus einem Film. Dieser Film heißt Hol dir deine Macht zurück. Und das ist ein ganz ein wichtiger Film, nämlich dahingehend, als dass er viele, viele Auszeichnungen bekommen hat und uns auch zeigt, dass es davon abhängt, das sind die Auszeichnungen, die er bekommen hat, und zeigt, dass es auch davon abhängt, dass Einzelne von uns aktiv werden und die Initiative ergreifen. Und wenn das geschieht, dann bewegt sich dahinter was. Gut, das ist also zum Film. Welche ersten rechtlichen Schritte sind nun in Österreich eingeleitet worden? Und das ist also brandheiß und das ist wirklich ganz an der vordersten Front, die Geschichte umzudrehen. Nämlich aus der Bürgerinitiative Nestelbach bei Graz von der Monika Silvester Resch ist ja die erste Strafanzeige entstanden. Die Strafanzeige ging gegen den obersten Leiter der Fernmeldebehörde, nämlich in zwei Paragraphen. Der erste ist Amtsmissbrauch. So, um eine Idee zu bekommen, was Amtsmissbrauch ist, also Beamte haben einen vorgeschriebenen Tätigkeitsbereich und es gibt hier zwei Fälle von Amtsmissbrauch, dass er etwas tut, was nicht in seinem Amt vorgesehen ist. Das wäre zum Beispiel typischerweise die Annahme von Korruptionsgeldern oder die Bevorzugung von irgendwelchen Parteien. Und die zweite Art des Amtsmissbrauches ist es, auferlegte Pflichten nicht zu erfüllen, sondern beide Augen sozusagen zuzudrücken, egal ob das jetzt der Polizist ist, wenn er den Bürgermeister in der Nacht aufhält. Oder in dem Fall, dass es der Leiter der obersten Fernmeldebehörde ist, der sich nicht intensiv auf seine Verpflichtung ist, in dem Fall mit den gesundheitlichen Schäden, die durch 5G ausgelöst werden, beschäftigt hat. Die Strafanzeige ist natürlich von der Staatsanwaltschaft Wien eingestellt worden. Natürlich sage ich, ja, das ist einmal so. Dieser rechtliche Weg ist nicht einfach, aber es ist der friedliche Weg und daher muss er konsequent beschritten werden. Es gibt jetzt nach der Einstellung zwei Aktionen. Es wird eine erweiterte Sachverhaltsdarstellung nachgereicht, obwohl das außerhalb des rechtlichen Bereichs im Grunde genommen ist, aber trotzdem, dass das bei der Staatsanwaltschaft liegt. Und die zweite Aktion dazu ist, dass es eine Unterschriftenliste zur Unterstützung dieser Strafanzeige gibt, weil das ist jetzt irgendwie auch verständlich, wenn, sagen wir, ein Staatsanwalt eine Anzeige kriegt und da hat einer unterschrieben, dann hat es ein anderes Gewicht, als wenn er eine Strafanzeige bekommt, wo man, sagen wir, 500 Unterschriften drauf sind. Ja? Das ist also logisch verständlich.
Es gibt also diese Unterschriftenliste zur Unterstützung der Strafanzeige. Und jetzt gibt es etwas ganz Neues. Und zwar gilt das nur in der Steiermark, weil das mit den Landesgesetzen zu tun hat, nämlich eine Petition nach dem Landesgesetz. Und es gibt also ein steirisches Landesgesetz, das definiert einen Petitionsausschuss. Und hier steht unter anderem drinnen, wird die Petition von mehr als 100 Personen eingebracht, ist die Erstunterzeichnerin zur Anhörung einzuladen. Also hier steht, wenn mehr als 100 Personen unterschreiben, muss der Erstunterzeichner eingeladen werden. Das wäre jetzt die Monika Silvester Resch. Aber jetzt bitte komme dazu, Österreich zu lernen, weil der Satz geht weiter. Sofern der Petitionsausschuss nicht einstimmig anderes beschließt. Das heißt, es ist hier im Grunde genommen vom Petitionsausschuss zu deaktivieren, diese Petition. Jetzt ist es aber so, dass die Politiker und die Beamten, die hier sitzen, sehr wohl wissen, dass man diesen Widerstand gegen den Willen der Völker nur bis zu einem gewissen Grad betreiben kann. Und ein schönes Beispiel dafür ist das, was im Augenblick gerade in Chile passiert. In Chile wurde eine Ausgangssperre verhängt, ja, damit nicht gegen die korrupte Regierung protestiert werden kann. Und wozu hat das geführt? Es sind jetzt 1 Million Chilenen auf der Straße, weil sie das nicht hinnehmen, dass, wenn sie einen berechtigten Protest gegen eine korrupte Regierung machen, ein Ausgangsverbot bekommen. Und gegen 1 Million Chilenen auf der Straße kann auch die chilenische Regierung nichts mehr machen. Das heißt, das ist den Politikern sehr wohl bewusst. Und daher ist es für uns, die wir die 5G-Geschichte in dem Fall ganz klar verhindern wollen, wichtig, dass wir die rechtlichen Schritte unterstützen, damit wir nicht auf die Straße gehen müssen, weil das auf die Straße gehen ist immer irgendwie gefährlich. Die Petition liest sich, Unterschriftenliste einer von mehr als 100 Personen eingebrachten qualifizierten Petition gemäß Paragraph 32 Absatz 4, das haben wir gerade besprochen, an den Landtag der Steiermark, das ist also Landessache. Wichtig jetzt Titel und Inhalt der Petition: Ausbaustopp des vom Bundesministerium für Verkehr, Industrie und Technik geplanten flächendeckenden 5G-Mobilfunknetzes in der Steiermark bis durch eine Umweltprüfung im Sinne des Paragraph 4 Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 210 die Beurteilung des Gesundheitsrisikos für die Bevölkerung und die Beurteilung der Sinnhaftigkeit der flächendeckenden Anwendung dieser Technologie für alle Lebensbereiche abgeschlossen ist. Der Link zu diesem Unterschriftenblatt, der Download ist in den Sendungsunterlagen drinnen. Wir werden den extra noch reingeben unter das Video, so schnell zugänglich ist. Und die zweite Unterschriftenliste, die sich also auf die Strafanzeige beruft, betrifft, das gerichtet an die Staatsanwaltschaft in Wien, betrifft Strafanzeige von Frau Monika Silvester Resch vom 18.09.2019 gegen den Leiter der obersten Fernmeldebehörde, Dr. Christian Singer, wegen des Verdachtes,
des Amtsmissbrauchs, Paragraph 302, und des Verdachtes der Gemeingefährdung im Sinne Paragraph 177. Und die Gemeingefährdung ist ganz klar durch die inzwischen wissenschaftlich dicht und hart nachgewiesenen negativen gesundheitlichen Folgen für uns Menschen, aber auch für Tiere und für Pflanzen, also für alle lebenden Zellen. So, um hier jetzt sozusagen mit einem ruhigen Gewissen mitmachen zu können, ist es entscheidend, dass wir jetzt mal unsere Bürgerrechte verstehen und das eventuell auch anderen erklären können. Oder so, dass wir es auch anderen erklären können. Es gibt also in Österreich das Bundesverfassungsgesetz. Und das hat dann einen Paragraphen 1 und da steht drinnen, Österreich ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht vom Volk aus. Gut, das ist das erste oberste Gesetz in Österreich. Alles, was dahinter folgt, in einem Gesetz, darf dem Paragraph 1 nicht widersprechen. Wenn in einem Gesetz oder in einem Folgegesetz Paragraphen auftauchen, die dem Paragraph, die Vorgängerparagraphen, speziell dem Paragraphen 1, der den großen Rahmen setzt, widersprechen, dann handelt es sich hier um ein mangelhaftes Gesetz. Und wenn man schaut, wie viele Gesetze in Österreich jährlich geändert werden, und wenn man sich das seit 1955 anschaut, Geheimtipp ist sich das Bundesverfassungsrechtsänderungsgesetz aus dem Jahr 2008 anzuschauen, diese 50 Seiten, das ist alles nicht mehr lesbar. Aber grundsätzlich setzen die den Paragraphen 1, dass das Recht vom Volk ausgeht, nicht außer Kraft, sondern sie können dem maximal widersprechen und dann gehört das Gesetz repariert. Es gibt ein zweites Gesetz in Österreich und das ist auch ein sehr wichtiges Gesetz. Das ist das sogenannte Staatsgrundgesetz. Dieses Staatsgrundgesetz steht im Verfassungsrang und das garantiert die Grundrechte von uns Österreichern. Und dieses Staatsgrundgesetz, das findet man natürlich über alle österreichischen Gesetze im Rechtsinformationssystem des Bundes. Und man sieht hier Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867 über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger. So alt ist das Gesetz, das ist nach wie vor in Kraft, das ist also älter als das Bundesverfassungsgesetz. Und welche Rechte garantiert uns das? Welche Grundrechte garantiert uns das? Und ich möchte hier einen Auszug bringen, der wichtig ist in Bezug auf 5G, nämlich den Artikel 2 einmal vor dem Gesetz, es sind alle Staatsbürger gleich. Das ist wichtig dass hier kein Missbrauch von politischen Ämtern zum Beispiel betrieben werden können. Dann Artikel 5, das Eigentum ist unverletzlich. Wir haben hier mit 5G, mit einer Verletzung des Eigentums insofern zu tun und dieser großes Thema in den USA, als dass die Grundstückspreise und die Hauspreise verfallen in der Nähe dieser großen Mikrowellentürme. Und wenn jetzt durch die Aufstellung eines der Mikrowellentürme und das wäre jetzt zum Beispiel, die werden in den USA schon Todestürme genannt, das Grundstück weiter weniger wert wird, ist das Eigentum verletzt. Artikel 9, das Hausrecht ist unverletzlich. Na gut, diese 5G-Technologie kann dich also im Haus finden, wo du unterwegs bist, das ist zur vollen Überwachung geeignet, damit ist das Hausrecht verletzt. Das Briefgeheimnis darf nicht verletzt werden. Da haben wir ein grundsätzliches Internetüberwachungsproblem, das gar nicht so viel mit 5G zu tun hat, das heute auch schon mit 4G funktioniert, aber mit 5G wird es noch viel, viel schlimmer, weil mehr analysiert werden kann, weil die Bandbreiten höher sind.
Das Fernmeldegeheimnis darf nicht verletzt werden, okay, wenn man übers Internet telefoniert und das wird halt alles mitgespeichert. Das heißt, diese Grundrechte sind verletzt in Österreich. Dann haben wir Artikel 11 drinnen, das Petitionsrecht steht jedermann zu. Artikel 13, jeder hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck oder durch bildliche Darstellung seine Meinung frei zu äußern. Also Pressefreiheit. Die Presse darf weder unter Zensur gestellt werden, okay, also Zensurverbot als Grundrecht. Das können wir alles einfordern, weil das unsere Rechte sind, ja. Wenn wir die nicht kennen, können wir sie nicht einfordern. Wir haben eine volle Glaubens- und Gewissensfreiheit und die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei. Das ist also jetzt ganz ein wesentlicher Aspekt, nämlich in Bezug auf die Wissenschaft, die von den Konzernen gekauft ist. Das ist keine freie Wissenschaft mehr und eine unfreie Wissenschaft verletzt unsere Grundrechte auch. Gut, das Ganze ist wie gesagt im RIS hier zu finden. Bitte selber nachlesen. Wir brauchen also, um wirklich rechtlich wirksam aktiv zu werden, ein Basiswissen über unsere Rechte. Gut. Wollen wir uns, ich möchte Benito Mussolini jetzt bemühen, weil das auch in Bezug auf 5G ganz einen wesentlichen Aspekt darstellt. Nämlich Benito Mussolini hat Demokratie, Kommunismus und Faschismus definiert und hat gesagt, Demokratie, Regierung kontrolliert die Industrie, Kommunismus, Regierung betreibt die Industrie, Faschismus, Industrie betreibt die Regierung. Demokratie würde bedeuten Gesundheit vor Profit statt Profit over Life. Die kommunistische Ausprägung, dass die Regierung die Industrie betreibt, das sehen wir beispielhaft in China mit Huawei von der Regierung betrieben und da gibt es das Social Credit System, ja, wo du voll überwacht bist und wo die Rechte entzogen werden, wenn du den falschen Film anschaust oder mit dem Falschen auf der Straße redest. Und den Faschismus, den haben wir typischerweise in der EU über den Lobbyismus der Industrie. Das ist die Technokratie, die über die UNO und die EU reinkommt. Mit einer massiven Propaganda siehe diese unsinnige CO2-Geschichte, die also vollkommen jenseits aller Wissenschaft ist, was hier an Angstmache betrieben wird. Gut, einen fünften Punkt möchte ich jetzt darstellen, was man in Österreich auch machen kann, nämlich, dass man hergeht und Fragen an die Behörden stellt, wenn man sie irgendwo nicht auskennt. Die sind also auskunftsverpflichtet und wenn das eine qualifizierte Anfrage ist, dann wird es auch eine qualifizierte Antwort geben. Und in dem Fall habe ich da mal gestern eine Anfrage geschickt an das Bundesministerium und zwar in Bezugnahme auf ein Antwortschreiben auf eine Anfrage von der Frau Magister Roland. Es gibt dazu eine Geschäftszahl, auf die man sich beziehen kann und es wurde der Frau Magister Roland auf ihre Anfrage hin Folgendes mitgeteilt. Die in Österreich verbindlich geltenden Grenzwerte für Mobilfunksendeanlagen wurden von der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung ICNIRP festgelegt, von der WHO übernommen, von der EU empfohlen und werden in Österreich verbindlich in einer Richtlinie festgesetzt. Nach derzeitigem Stand der Wissenschaft kann gesagt werden, dass es keinen Nachweis für eine Gefährdung der Gesundheit durch elektromagnetische Felder des Mobilfunks unterhalb der empfohlenen Grenzwerte gibt.
Ich nehme also nur auf diesen einen Satz der Antwort Bezug und schreibe. Nun ersuche ich Sie höflich, folgende dazu auftauchende Fragen zu beantworten. Erstens, Sie beziehen sich auf Izniab. Der Chef von Izniab, Herr van Rongen, erklärte in einem Interview Folgendes: Aber Izniab ist nicht groß genug, um eine volle Durchsicht von all diesen tausenden neuen Untersuchungen durchzuführen. Ich habe dann mitgeschickt einen Link zu diesem Interview. Der Link ist in den Sendungsunterlagen drinnen. Und van der Ronkten hat nicht nur das gesagt, sondern hat was anderes Interessantes gesagt, nämlich angesprochen auf die Anwendungsmöglichkeiten von 5G. Und er hat da unterschieden, ob er als Chef von Izniab spricht, wo er bekannt gegeben hat, dass nicht alle Untersuchungen angeschaut werden. Und hier spricht er als Mensch, als Person, und er sagt auch auf einer persönlichen Ebene, finde ich, dass das Internet der Dinge und die Applikationen, die Kühlschränke, dass die dann mit dem Supermarkt kommunizieren können, vollkommen unnötig sind. Ich würde selber so etwas niemals verwenden. Ich finde Telekommunikation nützlich, klarerweise, das Internet ist super, aber er würde also selber diese auf 5G und Internet of Things basierenden Dinge nicht verwenden. Man sieht ja also, dass offizielle Vereinsvorstände, auch von privaten Vereinen wie Iznirp ist, auch eine persönliche Meinung haben und die durchaus bekannt geben. Gut. Das nächste, was ich hier schreibe, die Frage ist jetzt, warum gilt die Expertise eines kleinen privaten Vereins, der nicht alle Veröffentlichungen berücksichtigt, als erste Referenz? Da wird es Erklärung geben. Zweitens, Sie beziehen sich auf die UNO. Und hier habe ich ein Dokument der UNO beigefügt. Und zwar kommt das von der Internationalen Agentur für Krebsforschung, eben von der WHO, von der UNO. Und das titelt schon, dass diese Krebsforschungsagentur die Mikrowellenstrahlung als möglicherweise krebserregend für Menschen einstuft. Das ist also noch kein hundertprozentiger Beweis, aber immerhin möglicherweise krebserregend. Und das kommt also direkt von der WHO. Und daher meine Frage, aus welchem Grund berücksichtigen Sie nicht auch diesen Bericht der WHO über die erfolgte Klassifizierung des Zusammenhanges Mikrowellenstrahlung und möglicher Krebs? Die nächste Frage, die aufgetaucht ist, nämlich in Bezug auf die EU. Es gibt also eine offizielle Studie von der EU, eine Leitlinie zur Prävention, Diagnostik und Therapie von mikrowellenbedingten Beschwerden und Krankheiten. Und hier liest sich in diesem offiziellen EU-Dokument, Studien, empirische Beobachtungen und Berichte von Patienten weisen ganz eindeutig auf Wechselwirkungen zwischen Beschwerden und der Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern hin. Das führte dann zur Frage, warum werden diese Studien der EU nicht berücksichtigt? Weiters kommen wir dann zur ÖVE-Richtlinie. Und die ÖVE-Richtlinie besagt unter anderem, diese Richtlinie ist nicht anzuwenden für die Beurteilung der Exposition von Personen mit metallischen oder elektronischen Implantaten, wie zum Beispiel Herzschrittmachern, Defibrillatoren,
Cochlea-Implantaten oder metallischen Prothesen, die im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit oder bei medizinischen Anwendungen auftretenden Expositionen von Personen ist nicht Gegenstand dieser Richtlinie. Jetzt meine Frage dazu, wie wird der hier benannte Personenkreis berücksichtigt und geschützt? Also ganz klar jene, die Herzschrittmacher haben, das ist leicht verständlich. Nachdem er durch die Norm, die angegeben wird, dass sie schützt, in der Norm drinnen steht, dass die Norm die Herzschrittmacher nicht schützt. Der fünfte Punkt ist dann, Sie teilen mit, dass es keinerlei Wissenschaft gibt, welche nachweist, dass 5G gesundheitlich bedenklich ist. Scientific America, das älteste Wissenschaftsmagazin der Welt, sieht keinen Grund, 5G als sicher zu bezeichnen. Das ist also diese Webseite hier von Scientific American. Das ist also das angesehenste Wissenschaftsjournal der Welt, weil es das älteste ist. Man kann nicht sagen, dass das im Wissenschaftsmilieu nicht bekannt gegeben wurde, wenn es im Scientific American steht. Und daher meine Frage, warum werden diese stabilen wissenschaftlichen Erkenntnisse als nicht existent bezeichnet? Meine sechste Frage ist dann, die Telekom-Industrie im Land führt schwarze Kassen, um die Politik zu beeinflussen. Dies scheint keinerlei Tatbestand für Korruption darzustellen, da trotz öffentlicher Bekanntgabe durch Herrn Schießler kein Staatsanwalt Anklage erhob. Herr Schießler ist aber, das muss man dazu sagen, gegen den ist keine Anklage erhoben worden, weil er gesungen hat und er in Programm gekommen ist, nachdem er mit der Staatsanwaltschaft kooperiert hat. Aber trotzdem hat damals der Kronzeuge gesagt, natürlich wollen wir die Politik beeinflussen. Natürlich wollen wir die Politik beeinflussen. Und die Frage ist jetzt, wie schaut die ganze Geschichte heute aus? Und daher meine Frage, wie stehen Sie zur Einflussnahme der 5G-Industrie auf die 5G-Gesetzgebung? Zum Abschluss, mit großem Interesse sehen immer mehr besorgte Bürger Ihrer Antwort entgegen. Wenn wir jetzt bei dem einen Satz bleiben, dass die 5G-Industrie, natürlich wollen wir die Politik beeinflussen, sagt, ist die Frage, gibt es dafür irgendwelche konkreten Hinweise, dass das wirklich so ist? Und dazu müssen wir verstehen, dass es einen massiven EU-Lobbyismus gibt für 5G. Und dieser massive Lobbyismus für 5G, der drückt sich aus in einem Forschungsprogramm, das heißt Horizon Europe, The Next Generation and Innovation Framework. Und hier auf der Homepage der EU steht schon, dass hier 100 Milliarden Euro für Research and Innovation, also für Forschung und Innovation, von der Kommission zur Verfügung gestellt werden. Die tun so, als würde die Kommission das bezahlen, das bezahlen natürlich wir. Und es gibt also zu diesem Programm wunderschönes 57-seitiges PDF, das nächste Investitionsprogramm der EU und die Investition in die Gestaltung unserer Zukunft und die Vision, eine nachhaltige und faire Zukunft in Wohlstand für die Menschen und gleich für den ganzen Planeten. Der erste Punkt, Bekämpfung des Klimawandels. Zweiter Punkt, Beitrag zur Verwirklichung der Ziele für
nachhaltige Entwicklung. Und das Ganze hat jetzt mit den Entwicklungszielen von Agenda 2030 zu tun, vor der nicht genug gewarnt werden kann. Jetzt, wie kommt das in Österreich an? Hat es irgendwelche Auswirkungen auf Österreich? Jawohl, es gibt in Österreich also die FFG, die Forschungsförderungsgesellschaft, und die hat es auf ihrer Homepage schon bekannt gegeben, dass es Horizon Europe gibt, das ambitionierte Programm für Forschung und Innovation. Und hier steht auch schon, dass 100 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden. Und jetzt ist klar, jetzt gibt es Universitäten, die wollen von dem Kuchen mitnaschen, jetzt gibt es große Firmen, Konzerne, die wollen Forschungsgelder daher bekommen, und diese werden auch davon bedient, und auf diese Art und Weise wird die Forschung in eine gewisse Richtung ja, gesteuert über die Geldgeber, was eben funktioniert wird und was nicht. Ein weiterer Punkt für 5G ist der Begriff Smart, der immer mehr kommt. Der Begriff Smart ist geprägt worden, das war so rum im Jahr 2007, 2008 vom mächtigsten Verein der Welt, vom Council on Foreign Relations, ist dann der aufgespielte Ball von der IWM Volley übernommen und weiter betrieben worden, die im Grunde genommen die ganze EDV macht für die neue Weltordnung, inklusive ihrer Töchter, wie immer sie heißen, Microsoft, oder es sind alles NSA-Töchter. Und wir sehen, dass hier bereits mit Begrifflichkeiten gearbeitet wird, eine dumme Regierung oder eine smarte Regierung. Ja? Also die Regierungen sollen smart werden. Und was bedeutet der Begriff smart selbst? Der bedeutet Secret Militarized Armaments in Residential Technology. Das ist also geheime militärische Bewaffnung in Wohngebieten über Technologie, und es sind eben diese Türme. Wir sollten ja auch niemals vergessen, dass die Entwicklung aus einem Waffensystem entstanden ist, und wir wollen hier ganz kurz einen Film anschauen, das 5G-Waffensystem, oder nur ganz kurz anspielen, damit wir verstehen können, worum es hier geht. Und bitte, der Film heißt, das 5G-Waffensystem ist also relativ leicht zum Finden. Es ist wichtig zu verstehen, was 5G macht und was sie sagen, was es macht. Die I3E schreibt in einem Dokument über Strahlenformung, dass diese Technologie im Zweiten Weltkrieg Augen wie Eier kochte. Wir müssen alle begreifen, dass es militärische Waffen sind. Es sind Angriffsfrequenzen. Das ist alles, was man darüber wissen muss. Ja, hier gibt es also viel zu wissen. Ich würde bitten, also wenn man mit Freunden über 5G spricht, das ist also keine Information für Anfänger, sondern wirkliche Information für Fortgeschrittene, die sich mit der Entstehungsgeschichte von 5G befassen wollen. Die Patente kommen alle aus dem militärischen Bereich, und es ist mehr oder weniger ein Waffensystem, mit dem man telefonieren kann. Man könnte das Telefonieren, wie es früher war, natürlich auch ganz anders aufstellen, dass es keine gesundheitlichen Schäden hervorruft. Gut, das kommt also aus der Richtung. Das nächste, womit wir uns beschäftigen wollen, weil das mit Smart zu tun hat, das ist das gesamte Smart City Projekt. Und hier gibt es von
vom Economist vorgestellt, die Bewertung der Safe Cities, die haben mit Smart bereits zu tun. Man sieht ja sehr schön am Bild, es gibt ja keinen einzigen Baum mehr in dieser Safe City, die smart ist. Und es wird immer begründet mit Security und dann mit was Neuem, das heißt Resilienz. Ich habe das Fremdwort auch nicht gekannt und habe nachschauen müssen. Und das heißt entweder Belastbarkeit oder Nachgiebigkeit oder Anpassungsfähigkeit. Mir gefällt Belastbarkeit als Übersetzung am besten, weil wir geschaut, wie belastbar sind die Bürger in einer interconnected world. Und hier werden also diese Smart-Installationen hochgelobt. Wir haben jetzt, ich bin ja aus Graz, hier in Graz das Smart City Projekt laufen. Es gibt hier mehrere Webseiten dazu. Es wird von einer energieeffizienten, ressourcenschonenden und emissionsarmen Stadt höchster Lebensqualität gesprochen. Also energieeffizient, es wird gesagt, dass 2025 20% des gesamten weltweiten Stromverbrauches von der Cloud aufgefressen werden. So viel zur Energieeffizienz. Ressourcenschonend, es werden für die ganzen Smart-Technologien die seltenen Erden im Kongo, Kobalt durch Kinderarbeit, Lithium in Südamerika durch riesen Trinkwasserverschmutzung hergestellt, dass wir damit emissionsärmer insgesamt werden. Das ist nicht anzunehmen. Und der Smart City mit 5G höchste Lebensqualität zu unterstellen, das ist schon sehr gewagt. Wir haben besprochen, dass die wissenschaftlichen Nachweise über die Schädigung da sind. Es gibt eine weitere Webseite, Smart City Graz, und hier sieht man auch die Entwickler und die Projektpartner, und da habe ich was gefunden, was mich wirklich fasziniert hat, nämlich die Firma SFL, Science for Life. Ja? Und die ist hier jetzt heute, wie man sieht, gelistet als Kooperationspartner der Smart City, obwohl, wie wir hier im Standard lesen können, die SFL bereits 2017 eine Millionenpleite hingelegt hat. Und wie wir hier in einem Trendbericht sehen vom April 2019, dass also die SFL Holding der Tochter in die Pleite gefolgt ist. Das heißt, es war jetzt insofern für das ganze Projekt natürlich nicht besonders hilfreich, aber die SFL steht noch immer als Partner auf der offiziellen Seite. Was hier sehr interessant ist, ist, dass Höllwart, der Chef, die Signa Holding, und die gehört dem Benko, dem Freund von Kurz, der die Kronenzeitung gekauft hat, beschuldigt, dass der zuständig sei für die Konkurse. Und als gelernter Österreicher weiß man jetzt natürlich auch ein bisschen was und hat man gehört und verstanden, dass es hier vor allem in Graz Freimaurerverbindungen gibt, aber in ganz Österreich Freimaurerverbindungen gibt. Hier wäre von der deutschen Freimaurerseite die Beschreibung der Szene, der Freimaurerszene in Graz. Und die fünf Logen, die Großloge von Österreich, und dass das eben unter Kaiser Joseph II. Angefangen hat, und die
Insgesamte Situation mit den Logen in Österreich ist es, dass wir hier in etwa 120 offizielle genannte Logen in Österreich haben, 120 Logen, die alle auf irgendeine Art und Weise zusammenarbeiten. Die heißen dann Großlogen oder Großorient oder Großloge Humanitas Austria oder der österreichische Freimaurerorden Hermetica oder die liberale Großloge von Österreich. Also hier, das sind über 100. Und sind die ganz geheim? Na, die sind interessanterweise nicht ganz geheim. Hier sehen wir Facebook-Seite von den Freimaurern aus Kärnten mit einem Bericht von der kleinen Zeitung: Umgang mit Steuergeld, brisanter Prüfbericht, Manager werden vorgeladen. Und der Kommentar bei den Freimaurern in Kärnten liest sich: Unsere Brüder im Schwitzkasten. Wir hoffen, die Vorwürfe werden sich alle aufklären lassen, Bruder Gilbert. Also das wäre offizielles Auftreten der Kärntner Freimaurer auf einer Facebook-Seite, wenn es interessiert. Gut, hier nochmal die Übersicht über die gesamten österreichischen Logen, und hier sieht man auch, wer welche Logen in welchen Bundesländern vertreten sind. Jetzt, wo soll das Ganze von der EU, diese 5G-Geschichte, auch noch hinführen? Hier ist die Webseite von der EU, vom Human Brain Project, also vom Gehirnprojekt. Explore the Brain, also erforsche das Gehirn, dann die Gehirnsimulation, und jetzt kommt das Silicon Brain. Also wir sollen unser natürliches Gehirn entweder erweitert oder ersetzt bekommen durch ein Silikongehirn. Und hier werden also von den 100 Milliarden, die es an Forschungsgeldern gibt, einiges hineingesteckt. Ein weiterer Punkt, den wir berücksichtigen sollten mit 5G, und das hängt jetzt interessanterweise mit dem Impfen zusammen: Es gibt von Biometric Update jetzt den Bericht, dass mit ID 2020 ein Programm gestartet wurde, dass man die digitale Identität mit der Impfung verabreicht bekommt. Das heißt, die Chips sind inzwischen so klein, dass sie in einen Impfstoff hineinpassen. Es ist vollkommen egal, welche Nummer da drinnen ist. Es geht also nur mehr um eine Nummer. Es wird diese Nummer dann einem selbst, dem Geimpften, zugeordnet, und damit hat er seine digitale ID eingeimpft bekommen und braucht sie nicht mehr einen Chip in die Hand setzen zu lassen. Also davor kann man im Grunde genommen nur warnen. Die Vollüberwachung in China, also das ist jetzt das kommunistisches System, nicht das faschistische System wie in der EU. China will die digitale Weltherrschaft, und wenn das einmal im Bild angekommen ist, in der deutschen Bild angekommen ist, dann ist das im Mainstream draußen, und man kann sich da, wenn man Nachbarn aufklären will, jetzt auch mit einem Bildartikel durchaus besser ausweisen als mit irgendeinem Alternativmedienartikel. Deshalb ist es ganz interessant, wenn es hier manchmal einen Riss gibt in den Matrix-Medien und Bericht dieser Art und Weise herauskommt. Das Ganze hat mit Technokratie zu tun, also es wird über Software, über den Algorithmus geherrscht, wie das eben mit dem Social Credit System schon der Fall ist. Da gibt es also keinen Menschen mehr, der irgendeine Entscheidung trifft. Und wenn es interessiert, hier von Patrick Wood die Facebook-Seite:
Technology has the means to destroy civilization. Also die Technologie hat jetzt durchaus die Mittel, um die heutige Zivilisation zu zerstören. Das ist ein Bericht von BBC News, der ist schon älter, aus dem Jahr 2012. Und das ist ganz interessant. Boeing hat also für die Mikrowellenstrahlung in den Flugzeugen auch Tests machen müssen. Und was die gemacht haben, ist, dass sie statt Menschen Säcke voll Kartoffeln verwendet haben. Und auf die Wissenschaftler von Boeing sind auf dem Standpunkt gestanden, ja, wenn die Kartoffeln sozusagen nicht gekocht werden, dann passiert den Menschen sowieso fast nichts oder nichts. Und hier sieht man, wie verantwortungslos von den Konzernen mit der Gesundheit von uns Bürgern umgegangen wird. So. Und wie gehen wir jetzt mit dieser untragbaren Situation um? Wie können wir aktiv werden? Wir haben das in der letzten Sendung schon ein bisschen genauer besprochen. Ganz wichtig, es gibt vom Land Salzburg einen Schulkoffer Elektrosmog. Es gibt ein sehr schönes PDF dazu. Das kann sich jeder runterladen. Und jetzt können hier mit diesem PDF Eltern und Lehrer, denen die Gesundheit der Kinder am Herzen liegt, aktiv werden, im Elternverein möglicherweise beginnen, weitergehen zu den Lehrern, zur Direktion, Landesschulrat, Unterrichtsministerium. Das wäre die Geschichte, die jeder gefahrlos machen kann, ohne als Verschwörungstheoretiker zu gelten. Wir haben von Diagnosefunk hier auf der Webseite für WLAN-freie Schulen und Kindergärten Aufklärungsaktion zum Mitmachen. Hier kann man sich also beteiligen, kann man sich informieren und dass das Erfolg hat, das sehen wir zum Beispiel hier, dass in Australien ein Council, das würde im Grunde genommen bei uns einer Landesregierung entsprechen, den 5G-Rollout gestoppt hat, nachdem die Bürger ihre Gesundheitsbedenken heftig angemeldet haben, nämlich speziell hier Hautgesundheit, dass das nachweislich auf die Augen geht, dass es das Immunsystem runterfährt und daher weniger eigene Widerstandskraft vorhanden ist und dass ja, das also das gesamte natürliche Leben zu sehr stört. Wir haben in Österreich allerdings die Situation, dass man schauen muss, vom Bund ist es also erlaubt, diese 5G-Sender auf öffentlichen Gebäuden zu installieren. Grundsätzlich einmal, die Frage ist nun auch auf öffentlichen Schulgebäuden. Das muss auf eine Art und Weise geklärt werden mit Hausmeister, mit dem Direktor und wie gesagt, geht am besten über den Elternverein einmal, dass man hier einen rechtlich konsequenten Ansatz geben kann. Und das wäre mehr oder weniger die Reihenfolge. Ein weiterer Punkt, auf den ich hinweisen möchte, und das ist jetzt zum Selbststudium, auch zum Weitergeben für den Nachbarn und vor allem auch zu verstehen, wie wir überwacht werden. Das ist also ein Bericht vom Bayerischen Fernsehen, wie uns Fernseher und Co. überwachen. Faszination Wissen.
selber anschauen und dann bitte weitergeben an Bekannte. Wir müssen beginnen, darüber zu sprechen. Was weiteres, was man verwenden kann, wenn man mit offiziellen Stellen spricht, hier gibt es eine Gruppe, die heißt Alert Phone Gate und englischsprachig leider. Und hier, das sagt, besagt auch und weist auch mit vielen, vielen Unterlagen nach, dass es komplett inadäquate, schlechte und nicht existierende Kontrollen auf europäischen und internationalen Level, was jetzt die End-User-Produkte, also die iPhones, die Smartphones, es werden jetzt 5G-Antennen eingebaut in Babywindeln bitte bereits, das muss man sich vorstellen, und die sind alle nicht sicherheitsüberprüft. Das muss man nicht kaufen, das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, dem zu entkommen, aber wir müssen wachsam sein. Gut, es wächst der Widerstand immer mehr. Die Ärzte in Deutschland protestieren gegen und warnen vor 5G-Mobilfunk, ein wirkliches Vorbild auch für die österreichischen Ärzte. Wir haben den Boris Johnson, den Engländer, vor der UNO Reden gehabt mit einer feurigen Rede gegen 5G. Und er sagt, sind wir jetzt dazu verdammt, zu einer kalten und herzlosen Zukunft, in der Computer sagen ja oder Computer sagen nein, mit der grauslichen Endgültigkeit eines Imperators in der Arena, also Daumen hoch, Daumen runter. Es hat der ehemalige Präsident von Microsoft Kanada ein Interview gegeben, wo er ausdrücklich warnt davor, es gibt eine neue Petition in Österreich, in Bayern, Verbot des 5G-Netzes im Freistaat Bayern. Nachdem die Zeit zu Ende geht, überspringe ich einiges. Das ist in den Sendungsunterlagen drinnen zum selber nachschauen. In der Steiermark gibt es jetzt, aber Steiermark ist besonders interessant wegen dieser Petition an den Landtag, am 13.11. interessanterweise von den Grünen Veranstaltung, und zwar findet die statt, noch, das steht jetzt da wieder nirgends drauf, es gibt vom Bewusstseinscafé am 19. November einen Vortrag in Leoben und am 27. November gibt es einen Vortrag im Gemeindeamt Sinnabelkirchen. Weitere Infos und Petitionen, wie üblich, der Hinweis, den es hier auf der Seite des Prana-Vereins vorbildlich zusammengefasst ist, bitte selber informieren. So, und nun sind wir am Ende dieses unglaublich dichten Programmes wiederum angekommen, und möchte mich herzlich bedanken fürs Zuhören, möchte die Anregung zur Überlegung geben, ob es nicht wirklich Zeit ist, sich mit dem Thema mehr zu beschäftigen, bis man jene Sicherheit erreicht, aus der heraus man dann automatisch aktiv wird, allein schon um unsere Gesundheit, die Natur, unsere Kinder, unsere Familien zu schützen, aber auf der anderen Seite auch um unsere Rechte zu wahren und nicht verfallen zu lassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank noch einmal fürs Zuhören. Herzlichen Dank für das Weiterverbreiten dieser Information,
Und wir hören uns wieder am nächsten Donnerstag um 19 Uhr auf Okidok im Studio 1. Und bis dahin wünsche ich uns allen viel Glück.